Der nächste Morgen, wir haben schon unsere Zelte abgebaut. Es ist immer noch ziemlich windig hier. Mopeds sind schon gepackt. Einer hier, einer da vorne. Ich ziehe jetzt noch kurz meine Motorradjacke an. Und dann legen wir auch heute schon los. Gefrühstückt wird später. Wir suchen uns dafür einfach ein windstilles Plätzchen, wo man das schön in Ruhe machen kann. Und nicht hier, wo uns der Kocher andauernd ausgeblasen wird. Oder wir müssten wieder da hinten in den Wald zurückgehen. Haben wir jetzt keine Lust drauf. Also legen wir los. Auf geht's. Jetzt kommt sogar die Sonne noch raus. Wir haben jetzt da unten so eine Wasserquelle entdeckt. Da gehen wir jetzt mal hin, füllen die Wasservorräte auf. Boah. So, machen wir hier mal alles voll. Wer weiß, wo wir das nächste Mal Wasser bekommen. So, Tank ist voll. Weiter geht's. Zu zweit. Shit. Das ist zu viel. Also der Weg ist heftig. Jetzt gerade hier den ersten Sturz gehabt. Maschine haben wir wieder aufgestellt. Ist zum Glück nichts passiert. Maschine ist heil, Fahrer ist heil. Wir sind jetzt ein Stückchen die Strecke abgegangen und jetzt fahren wir weiter. Ja, die Strecke ist echt nicht ohne. Sieht vielleicht auf den Aufnahmen zwischendurch nicht so anspruchsvoll aus. Aber wenn man selber am Fahren ist, dann ist es zwischendrin echt heftig. Wir sind auch schon völlig außer Atem. Puh.
fit. Also Serpentinen auf so einem Untergrund. Heftig. Boah, hier geht es direkt ziemlich felsig weiter. Es ist ziemlich steil. Alter, boah, nächstes Mal komme ich hier mit CRF 250, 300 Kilo Reiseenduro. Also hier ist ziemlich viel so eine Mischung aus Sand und dickeren Steinen. Ist ziemlich schwierig zu fahren. Wir haben jetzt hier gerade so ein bisschen unsere nächste Zwangspause gemacht. Deshalb ist so ein bisschen das Vorderrad gerade beim Runterfahren hier weggerutscht in dem Sand. Sind keine einfachen Bedingungen. Aber wir kämpfen uns durch. Wir suchen schließlich immer noch eine Stelle zum Frühstücken und Kaffee trinken. Das ist so das nächste Ziel, was wir vor Augen haben, wenn wir jetzt erstmal hier von dem Berg hier wieder runtergekommen sind. Ja. Und erstmal abkühlen. Wir sind beide schon durchgeschwitzt bis zum geht nicht mehr. Motorräder haben wir schön im Schatten gepackt. Ich habe hier mal meine Sachen auf dem Boden ausgebreitet zum Trocknen, damit man dann mit trockenen Sachen nach der Pause weiterfahren kann. Beziehungsweise ziehe gleich einfach nur mein Enduro-Shirt an mit der Jacke, das ist viel zu heiß hier. Genau, so wird es dann gleich weitergehen. Und bis dahin. Übrigens auch eine ziemlich schöne Stelle, um hier einfach die Zelte aufzubauen, um hier zu übernachten. Also das würde sich super dafür eignen. Die Sachen haben wir alle gepackt. Die Motorräder stehen bereit. Jetzt geht es weiter auf dem Track, beziehungsweise auf der TED. Ich habe jetzt nur ein Enduro-Shirt an. Es ist heiß genug. Und weiter geht's. Thank you.
gut bei dir? Wir sind jetzt hier an so einem extrem steilen Abschnitt. Wir haben uns jetzt überlegt, ob wir die Maschine nicht einfach versuchen zu drehen und wieder runterzufahren. Kommt zwar auf der Kamera nicht rüber, aber das hier ist extrem steil mit extrem großen losen Felsbrocken, wo wir ein bisschen Probleme haben, die Reiseenduros vollbeladen wieder überhaupt hochzubekommen. Wir haben jetzt die erste Maschine gedreht und die wieder ein Stück runtergebracht. Ab da kann man wieder fahren, weil hier ist es einfach zu extrem. Schau ich das mal an. Und das bei dieser Steigung jetzt noch. So. Beide Maschinen sind gedreht. Jetzt den Helm wieder an und dann geht's wieder auf runter. Jetzt sind wir beide richtig ins Schwitzen gekommen. Zwei Reiseenduros auf diesem steilen Hang hier. Drehen auf den Stein. War jetzt schon heftig. Wir suchen uns jetzt eine schöne Straße, mit der man das gut umfahren kann. Die ganze Strecke, die jetzt hier rauf geht, das sind jetzt vielleicht nur so 2-2,5 Kilometer. Aber die haben es jetzt extrem in sich. Deswegen Umleitung und weiter geht's. Jetzt gleich müssen wir auch langsam mal nach Tankstellen gucken, ob wir hier irgendwas auf dem Weg finden. Genau, nicht, dass uns noch der Sprit ausgeht. Weiter geht's. Gerade schon schön mit dem Motorschutz aufgesetzt. So, weiter geht's auf der Straße. Das war mal ein Abenteuer. Wir haben jetzt hier oben auf dem Berg einen Pausenplatz gefunden. Hier machen wir uns jetzt breit, essen was, danach geht's weiter. Und ziemlich kalt ist es hier. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt eben direkt die Jacke an, bevor wir Pause machen. Wir sind jetzt auf fast 2000 Metern hochgefahren. Sergus bereitet hier schon alles vor. Ich mache wie immer nichts und film nur. Das wollte er jetzt hören. Gefühlt ist es hier 10, 15 Grad kälter, wie unten, wo wir herkommen. Vorher noch am Schwitzen, jetzt werden wir geschockfrostet. Sergius hat auch schon seine Kapuze angezogen. Gut, wenn man da einen heißen Kaffee zum Trinken hat. Genug gefahren. Wir sind jetzt hier einfach auf so einen Campingplatz drauf gefahren, vorbei an der Schranke. Wollten dann bei der Rezeption nachfragen, ob wir hier
beziehungsweise ob sie was frei hätten für eine Nacht. Beim genauen Hinschauen haben wir gesehen, dass das ziemlich verwildert war, schon der Eingang, dass ja schon länger keiner war. Also ist schon ziemlich zugewachsen, das Ganze ein bisschen heruntergekommen nach Spielplatz. Aber die Bänke sind noch da und wir sind hier direkt am Wasser. Hinter uns ist ein Fluss, da kann man sich gleich noch schön frisch machen. Jetzt haben wir uns einfach gedacht, bleiben wir die Nacht jetzt einfach hier, bauen unser Zeugs auf, sonst ist hier keiner. Also passt. Ich mache mich jetzt hier mal auf zum Wasser, habe mein Handtuch dabei, wollte mich mal ein bisschen frisch machen, mal den Schweiß vom Körper waschen. Ich würde sagen, die Katzenwäsche ist geglückt. Fürs Erste reicht das natürlich, um sich mal eben so den Schweiß vom Körper zu waschen. Trinken würde ich das Wasser jetzt nicht, aber dafür reicht's. Morgen sind wir planmäßig auf einem aktiven Campingplatz. Da kann man dann wieder schön in die Duschen gehen, mit Waschzeugs sauber machen, nicht nur mit klarem Wasser aus dem Fluss. Aber man fühlt sich gleich frischer. Abschied von zwei jungen Mädchen, die am Freien eigenen Angaben an einer Friedensmission. Wir gönnen uns heute zum Mittag, Abendessen eine Ladung Chili con Carne. Haben da jetzt noch ein bisschen Nudeln zugemacht, die wir da reinmischen. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Guten Appetit!